Und damit mal wieder hallo und herzlich willkommen, ihr Freunde des gepflegten Klemmbausteinbaus. Ich habe ja auf diesem Kanal schon die ein oder anderen Pokémon aus Microbricks gereviewt. Aber ich habe mir gedacht, es gibt ja von Mega Constructs auch die Pokémon-Sets, welche eben offiziell lizenziert und vor allen Dingen mit Steinen, die kompatibel zu Lego sind, gebaut werden. Und das hat mich natürlich schon sehr interessiert, aber das Mega Constructs Pikachu haben schon so viele Leute reviewt, dass ich gedacht habe, da kann ich irgendwie nichts Neues mehr zeigen. Und da habe ich mir gedacht, gucke ich mir eben ein anderes Set an. Und dieses Set ist einfach die Grundlage des Pokémon-Universums. Und zwar haben wir hier den Pokéball. In diesem Falle haben wir einen Standard-Pokéball, wird benannt als Jumbo-Pokéball, wahrscheinlich einfach, weil es halt ein großer Pokéball in der Mega-Constructs-Welt ist. Wir haben 303 Steine, ist ab 10 plus geeignet. Und wir haben hier eine recht einfach gestaltete Verpackung. Ist alles so in diesem Schwarzton gehalten und hinten sehen wir aber nochmal eine Funktion, die dieser Pokéball hat. Und zwar ist hier drin ein Light Brick und damit kann man den Pokéball dann zum Leuchten bringen. Ist auch so eine Funktion, die meines Erachtens in den Pokéball auf jeden Fall rein musste. Ich selbst habe von Mega Constructs ja schon relativ viel gehört, aber noch recht wenig gebaut und dementsprechend bin ich wirklich gespannt, was mich hier teilequalitätsmäßig erwartet und ob ich mit diesem Set viel Spaß haben werde oder nicht. Und um das rauszufinden, mache ich jetzt auf jeden Fall schon mal den Karton auf und dann schauen wir uns zusammen die Steine und die Anleitung an. Also bis hierhin gefällt mir die Box schon wirklich sehr, sehr gut. Sie ist zerstörungsfrei zu öffnen und der Mechanismus zum Öffnen ist wirklich recht hochwertig umgesetzt. Ich hole jetzt die ganzen Tüten auf jeden Fall schon mal raus. Was direkt auffällt ist, wir haben für 300 Steine wirklich ein großes Steinevolumen, weil hier eben auch große Teile verbaut worden sind. Was noch dabei ist, ist dann so ein riesiges Blatt mit Warnhinweisen, weil halt ein Lightbrick drin ist und natürlich die Anleitung. Die Anleitung ist auf jeden Fall aus einem hochwertigen Papier, ist klammergebunden und hat insgesamt 86 Bauschritte und 31 Seiten. Was auffällt ist, dass Mega Constructs nichts auskraut, was gebaut wurde, sondern das hier mit so einer Noppenkodierung auf der Anleitung zeigt. Also wir haben hier diese gelben und diese roten Punkte, die eben dann kodieren, wo das Teil hinkommt. Danach habe ich noch nicht gebaut, bin aber auf jeden Fall gespannt, wie das Ganze funktioniert. Dazu lasse ich euch auf jeden Fall im Laufe des Baus noch Feedback da. Und dann haben wir noch die Teileliste. Wenn euch das Ganze interessiert, könnt ihr das wie immer gerne anhalten und euch reinziehen. Ebenfalls sind die Tüten nach Bauschritten sortiert und eben dementsprechend auch so gekennzeichnet. Und der Lightbrick ist nochmal einzeln verpackt. Aber auf diesen gehen wir dann im Laufe des Baus, wenn es soweit ist, noch ein. Und dementsprechend haben wir jetzt auch genug gelabert. Ich fange jetzt auf jeden Fall an zu bauen. Und dann sehen wir uns gleich nach dem ersten wichtigen Bauschritt wieder. Und da sehen wir uns schon wieder und ich habe jetzt ungefähr eine Stunde an dem Set gebaut. Eigentlich wollte ich ja nochmal einen Zwischenbauschritt zeigen, hat sich aber in diesem Fall wirklich überhaupt nicht gelohnt. Denn ihr seht es schon, diese Hälften hier sind mehr oder weniger fast baugleich. Also man baut mit der ersten und zweiten Tüte die rote Hälfte und mit der dritten und vierten Tüte die weiße Hälfte. Danach haben wir noch die Tüte 5. Da bauen wir so einen kleinen Ständer, den zeige ich gleich auch noch. Und dann bauen wir noch so eine Aufnahme für den Lightbrick. Und den Knopf zusammen. Und im Endeffekt setzen wir das einfach nur noch zusammen. Und wenn wir aber die beiden Hälften getrennt bauen, ist es zwangsweise eben auch viel Wiederholung drin, die man nicht unbedingt hätte zeigen müssen. Man baut hier logischerweise auch durch die runde und symmetrische Form sehr oft dasselbe. Man baut eben irgendwelche Sachen mal drei, setzt sie dann zusammen und verkleidet eben das Ganze, dass wir diese Form hinbekommen. Letztendlich ist der Pokéball auch dafür gedacht, dass wir ihn später nochmal öffnen können, denn er wird nur an zwei Brew-Steinen hier befestigt. Ich habe so ein bisschen Angst, dass das schief geht, dass das nicht hält, obwohl die Steinequalität hier wirklich hervorragend war. Also einmal von der Farbtreue richtig, richtig gut und vom Baugefühl und vor allen Dingen der Festigkeit und Klemmkraft Spitzensteine. Also das könnte sogar mit den zwei Brewsteinen ganz gut reichen, aber das sehen wir gleich, ob das sich so bewahrheitet oder eben nicht. Bevor wir aber das Ganze zusammenbauen, reden wir nochmal über so ein kleines leidiges Thema. Und zwar haben wir hier nicht direkt eine Farbseuche, also das auf jeden Fall nicht. Aber wir haben eben doch immer mal ein grünes Steinchen, gelbe Steinchen und eben auch hier noch so ein paar grüne Ecken. Man soll diesen Ball, wie gesagt, öffnen können. Dadurch ist er ja nur auf den Brewstein befestigt und sieht dann eben diese Farbtupfer, die eigentlich nicht in ein rot-weißes Set unbedingt reingehören. Wenn es zusammengesetzt ist, wird das kein Problem mehr sein und vom Anblick von außen wird man das eben auch nicht sehen. Aber von innen, da stört es halt einfach. Und klar, das soll natürlich zur Orientierung und eben Markierung für Einsteiger helfen als Farbkodierung, aber
Der ist so einfach, der Bau. Das braucht man hier echt nicht, selbst nicht als Einsteiger. Und vor allem in der Kategorie 10 Plus, da ist es einfach fehl am Platz. Das bekommt jeder 10-Jährige auf jeden Fall hin. Auch ohne die Farbkodierung. Ich würde sagen, setzen wir das Ganze doch jetzt einfach mal zusammen. Wie gesagt, an den zwei Prüfsteinen hier. Okay, und da hat man jetzt einen Knacken gehabt und jetzt ist das Ding wirklich bombenbombenfest. Also da fällt auf jeden Fall nichts auseinander. Steine qualitätsmäßig ist nur an einem anderen Punkt etwas aufgefallen. Und zwar haben wir hier bei dem Weiß sehr viele solche schwarzen Macken drauf. Und das ist jetzt nicht das Schlimmste, was Teile qualitätsmäßig schieflaufen kann. Aber gerade wenn das Weiß so gelitten hat und man so einen cleanen Pokéball hat, wo eben auch die Oberfläche sehr clean ist und eben auch die Farben sehr clean sind, da fällt sowas doch stark auf und ist relativ schade. Gibt aber, wie gesagt, trotzdem Schlimmeres. Ich würde sagen, bauen wir einfach mal zusammen noch den Lightbrick mit ein. So, und ich habe jetzt auf jeden Fall mal noch den Light Brick mit eingebaut. Und ganz coole Funktion: Pokémon-Fans wissen, was das bedeuten soll. Wenn wir hier drauf drücken, blinkt der. Und das Coole ist, der macht richtig Alarm. Also, es ist hier wirklich taghell. Da wird es erstmal trotzdem richtig, richtig hell nochmal. Also, da ist Power dahinter. Und dieses Blinken beim Fangen ist einfach richtig, richtig cool für so einen Pokéball gelöst. Auch cool ist dieses Knopfteil, denn das hier sind Prints. Das sind keine Sticker. Das hier ist ein schöner schwarzer Print und es sieht richtig, richtig gut aus. Ansonsten, der Ball liegt sehr, sehr gut in der Hand. Also, das ist so die Größe nachimitiert, wie eben im Anime, wenn man die vom Gürtel nimmt, wo sie noch ganz klein sind, dann kann man sie ja vergrößern und das ist dann jetzt dieses Stadium kurz bevor man es wirft. Dafür ist die Größe im Maßstab, wie ich mir so einen Pokéball in echt vorstellen würde, echt gut getroffen. Vom Aussehen her muss man sagen, okay, es ist halt eine Kugel mit einem roten Teil und einem weißen Teil, der durch so einen schwarzen Ring getrennt ist. Also ohne dass wir jetzt von Pokémon ausgehen, ist es was sehr Komisches, sagen wir es mal so. Aber das Aussehen von so einem Pokéball ist für Klemmbausteine richtig, richtig gut getroffen und für die Größe und Teileanzahl ist auch diese Rundung richtig gut dargestellt. Und das funktioniert so gut, weil Megablocks da eben nochmal eigene Teilearten hat, die zwar voll kompatibel sind, aber nochmal verschiedene Schrägen und ähnliches, um eben auf 300 Teile eine runde Sache so gut darzustellen. Ich könnte das den ganzen Tag machen. Der Vollständigkeit halber machen wir mal noch den Sockel mit dran. Also das ist wirklich eine ganz einfache Konstruktion mit Round Plates und dann hier so eine Pin-Aufnahme. Und wenn wir das reindrücken, können wir den Pokéball eben nochmal besser hinstellen. Aber der Ball steht auch ohne den Sockel. Ein Nachteil ist nur, dass das nicht gut genug gegengekontert ist und wir dann den halben Pokéball auseinanderrupfen, anstatt den von dem Pin wieder zu lösen. Ist jetzt aber nicht drastisch, wir können es auch einfach wieder reinstecken und dann hält das Ganze auch wieder. Trotzdem hätte ich mir da eine etwas ausgereiftere Konstruktion schon gewünscht, weil der Pin ist ja dazu da, um ihn rauszuziehen aus der Pin-Aufnahme und nicht mit der Pin-Aufnahme dann andere Steine aus dem Pokéball rauszuziehen. Gekauft habe ich das Set bei Amazon für 31,77 Euro. Sonst kostet er eigentlich 40 Euro auf Amazon, was auch einem recht realistischen Preis entspricht, da in Amerika 35 Dollar Liste gekostet hat. Und so ein Grundproblem bei Mega ist ja, dass es in Deutschland eher weniger verbreitet ist und hier die Vermarktungsstrukturen nicht so aufgebaut sind. Was man hier in Deutschland kauft, sind meistens einzelne Posten, eben über Amazon oder über andere Händler, die da halt rangekommen sind. Und dementsprechend kosten sie dann auch das Geld. Das ist sehr schade, weil Mega echt coole Themengebiete hat. Also da gibt es eigentlich für jeden was. Und da wäre es cool, wenn es da in Deutschland eine Vermarktungsstruktur für gäbe. Und deshalb kann man bei Mega auf den amerikanischen Listenpreis bei uns in Deutschland schon auf jeden Fall noch die ein oder andere Mark aufschlagen, bis man bei unserem Preis ist. Deshalb bin ich für die knapp 32 Euro, die ich bezahlt habe, echt zufrieden. Man bekommt aber trotzdem für das Geld recht wenig, wenn man ehrlich ist. Das liegt natürlich bei einem Pokéball aber in der Natur der Sache. Der kann eben nichts im echten Leben. Zumindest habe ich noch nicht versucht, mein Haustier damit abzuwerfen und geschaut, ob es reingeht. Ich glaube aber, das würde meinen Wellensittichen nicht so gefallen. Dementsprechend lasse ich's. Ich glaube nämlich nicht, dass die dann als Hologramm in dem Ball gespeichert werden.
Deshalb ist halt diese Blinkfunktion wichtig für den Ball, dass er überhaupt eine Funktion hat, aber dann im Endeffekt auch die einzigste wirkliche Funktion. Das Ganze ist eben ein Vitrinenset und es muss einem gefallen. Und vom Aussehen punktet es auf jeden Fall und ich finde es richtig cool, um es neben die anderen Pokémons, zum Beispiel von Mega oder die Microblocks-Pokémons oder seine Pokémon-Sammlung von Spielen oder ähnlichen zu stellen und dann hat man damit auf jeden Fall Spaß. Deshalb ist das Ganze aber natürlich nur etwas für Fans. Wer kein großer Pokémon-Fan ist, dann braucht ihr das Ganze nicht. Wenn man als Fan aber das Geld hat und auch ausgeben möchte, dann werdet ihr zumindest hier nicht enttäuscht. Man muss sich aber eben trotzdem immer klar sein, für 30 Euro kriegt man im Klemmbausteinbereich schon eigentlich mehr als eine blinkende Kugel. Wenn ihr natürlich dieses Set selber besitzt, schreibt gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare. Würde mich wie immer sehr interessieren und ich war von Mega wirklich, wirklich positiv überrascht. Wie gesagt, ich habe viel gehört, dass es sehr gut sein soll und genau das hat sich bestätigt. Weil ich habe immer die Angst, wenn ich mit einer hohen Erwartungshaltung an den Hersteller gehe, dass die Enttäuschung dann umso schlimmer wird. Das ist hier aber eben nicht passiert. Und wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr mir immer gerne einen Daumen nach oben und ein Abo dalassen, um in Zukunft nichts mehr zu verpassen. Und ich wünsche euch noch, wie immer, einen wunderschönen Tag. Bleibt gesund oder werdet gesund. Haut rein, euer Valleybrick.